Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem, ich glaube, 19. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Beim letzten Mal haben wir Bowser bezwungen. Nun geht es aber zu der Sternenwelt, auch anders gesagt, den Superstar Boulevard. Heute mit dem gelben Toad. Ich habe übrigens für Items und Level-Up gesorgt. Das hier ist der Superstar Boulevard. Wir fangen mit Knochenbahn gen Himmel an. Ich weiß nicht, warum das heißt. Ich weiß nicht, warum das so heißt. Juckt auch niemanden. Okay, let's go. Na, Bossblume. Nee, machen wir nicht. So. Wir fahren nun Achterbahn. Da ja nicht die Wiesen stattgefunden haben, was auch immer. Ja, wegen Corona gibt es dafür eine Achterbahn in New Super Mario Bros. U Deluxe. Nein, was habe ich gemacht? Wow. Den habe ich nicht gesehen. Okay, erster Starcoin Check. Ich nehme einfach die Brustblume mit. Und gleich müsste es zum nächsten Starcoin gehen. Nein, ist nicht. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Yes! Okay, den zweiten Check. Wow. War knapp, war knapp. Okay. Machen wir das. Super. Brustblume gecheckt. Wow! Und den letzten Starcoin! Super! Oh, scheiße. Und? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Und da ist das Ziel! Yes! Ich gönne mir erstmal das hier. Ich bin mit Items natürlich vorbereitet. Man erkennt. So, dann gehen wir weiter. Weiterlaufen, bitte. Immer höflich sein, ne? Immer höflich sein. Oh, okay. Let's go! Oh nein, verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Und ich sag dir immer höflich bleiben. Boah, war das knapp. Oh lol! Schnell weiter! Nein! Stimmungsschwankungen.mp4. Ich nehme einen zweiten, okay? Ich nehme natürlich einen zweiten. Ich ziehe durch. Alter, Konzentration ist bei mir. Noch. Da. Go. Dann wieder runter. Und jetzt schnell wieder rennen. Ich darf jetzt nicht Y drücken, wegen dem hier.
Nur weil ich gerade im Speedrun-Modus bin. Was soll das? Gut. Ich habe meinen letzten Feisthörnchen. Und ich nehme jetzt einfach noch einen Stern mit. Man weiß halt nie. Diesmal mache ich nicht denselben Fehler. Also ich meine mit der Brustblume. Hauptsache Münzen einsammeln. Was soll man da... Was soll man da machen? Ich habe voll aufs Mikro gehauen. Tut mir leid, Kumpel. Okay. Nehmen wir Propeller. Sonst schaue ich mal, ob irgendwo noch vielleicht Feisthörnchen Eiche liegt. Der Propeller war ja in New Super Mario Bros. Wii bekannt. Ich habe das Item damals so furchtbar geliebt, no joke. Jetzt liebe ich es nicht mehr. Ich trinke erstmal das aus, weil ich Lust auf Eistee. Weg damit. Lol. Was soll man machen? Was soll man da machen? Warte. Ich schau mal kurz zu Eichenhain vorbei, okay? Vielleicht ist da eine Eichel. Es ist unwahrscheinlich, weil ich vorhin eingesammelt habe, aber immer noch möglich. Da oben war einer. Das heißt hier auch. Okay, sehr gut. Wir gehen auch automatisch schnell zur Sandkuchenwüste und danach machen wir direkt weiter. Alles klar? Wir warten einfach ein bisschen ab. Ich suche währenddessen ein kurzes Gesprächsthema. Adi, der Keck streamt nicht. Als wäre es halt so, dass... Okay, doch. Ich vermisse Adi schon. Aber was soll man machen? So. Ah ja. So, wir machen weiter. Wir haben ja schon mal ein Level First Try geschafft. Nun geht aber schon der zweite Level mich voll auf den Abfuck. Ja, ich werde hier schon weiterlaufen, keine Sorge. Aber ich werde nicht die Brustblume nehmen. Verschwinde, verpiss dich. Oh, klappt. Oh, lol, der ist kurz nicht gerannt. Okay, gut. So, dann noch schnell. Schnell, weiter. Oh Mann. Oh Mann. Yes. Was mache ich da? Ich bin einfach ein Vollidiot. Ein Riesenvollidiot. Nächstes Level. Auf der Flucht. Ich glaube, ich weiß schon, worum es sich hier handelt. Und das macht mir halt die Sorgen. Ja. Bei einer Sache kann ich froh sein. Es handelt sich nicht um fliegende Cheep-Cheeps. Aber um den da! Alter, du Arsch! Stell dir mal vor, du hättest meine... Vor allem das Geschrei, das klang einfach wie eine Frau in Not. Ja, das ist scheiße.
Die Sache ist halt... Obwohl, ich nehme einfach erstmal das mit. Zum Glück hatte ich noch eine Brustblume. Da freue ich mich mal darüber, als das Level davor. Den kann man zwar nicht so wirklich töten, aber besser als nicht, der wird sowieso nachher zurückkommen. Aber den können wir gebrauchen, da ist er ja wieder. Dieser kleine, naja, große Kekko! Ich hatte gerade vollkommen Angst, Mann. Die kann man ja easy töten. Durchgeglitscht einfach. Yes, Mann. Komm hier, komm, du kleiner Spast, ey. Okay, lassen wir uns erstmal treffen. Weil, wenn ich jetzt halt die Brustblume eingesammelt hätte und dann ich von dem Cheep-Cheep mich treffen lassen hätte, oder ihr wisst schon, was ich meine, dann weiß man schon, dass ich so dumm wie Scheiße bin. Ah, irgendwo hier soll doch ein Starcoin sein, nicht wahr? Da! Ich hab ihn. Oh Mann. Gut. Und dann, da ist er wieder. Okay, wenigstens kann ich ihn für eine kurze Zeit loswerden. Oh nein, die... Ich renne mal schnell weg, weil da drüben müsste noch eine Brustblume geben, aber jetzt bin ich umzingelt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Er hat's auch noch vernichtet. Er hat's auch noch vernichtet. Okay, erstmal wegrennen. Vielleicht kommt noch später ein Pilz, das wäre super. Oh, er tötet sie. Er tötet sie. Oh, noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Kommt noch einer? Was? Was ist das? Was? Was? Flaschen sind noch hier! Einfach eine ganze Reihe! Was ist das für eine Lächerlichkeit? Da hier sowieso kein Checkpoint gibt, kann ich ja gleich zum Pilzhaus gehen, wenn da hoffentlich Brustblumen gibt. Natürlich nicht! Mensch, Maya, was soll... Oh lol, Pinguin. Ah, ich hab vergessen, wo die sind. Ich glaube, die sind hier und hier. Hm, gut, ich hab richtig geraten. Ich verschwende ein bisschen Zeit. Ja, egal. Scheiß drauf. Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als den Pinguin zu nehmen. Das natürlich fürs Essen nicht schlecht ist, aber ich glaube, Brustblume wäre ein bisschen besser, nicht wahr? Ich bin mir halt nicht sicher. Na gut, egal. Gehen wir zu nochmal zu Level 3. Ja, nehmen wir einfach schnell den Pinguin. Ist egal. Also, mal sehen. Entweder... Ich glaube, Brustblume wäre doch besser. Weil wenn ich halt die einfriere, dann werden sie direkt wieder aufgetaut. Also, die zerstören das theoretisch. So wie Last Gamings Ehre. Oh, Spaß. Oh, da ist er schon wieder. Und der hat es einfach direkt zerstört. Aber dafür bin ich schnell. Das ist hier ein gutes Zeichen. Da merkt man schon, mit dem Pinguin komme ich hier gar nicht klar. Mit dem Pinguin komme ich hier nicht klar! Scheißegal. Ich nehme jetzt einfach den Propeller und einen Stern. Dann passt es ja auch. Weil die nächste Welt ist, glaube ich, ja die Eiswelt. Also von den Eiswürfel-Eisfällen. So heißen die doch, nicht wahr? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja auch ewig her. Nein. Achso, Leute, ich habe einen Stern. Wieso renne ich dann von ihm weg?
Nein, wieso schwimme ich von ihm weg? Ich hatte einen Stern und ich schwimme einfach von ihm weg. Ja, 18ator 2020, ziemlich dumm und will trotzdem Abitur haben. Ohne es auf dem Bazar zu kaufen. Oh lol, oh lol! Okay, ich muss wenigstens hier schnell aktivieren. Okay, wenigstens... Pilz? Scheiß Ernst. Aber Starcoin! Aber Starcoin! Gutes Zeichen. Ey! Was? Ich hab die vergessen! Ich hab die vergessen! Ich hab die vergessen! Ich hab die vergessen! Zum Glück habe ich eine zweite Flasche Eis hier zum Trinken. Schon wieder gekleckert. Ich schwöre, was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Was soll ich halt da machen? Und ich glaube, ich werde irgendwann heiser sein. Mein Hals kratzt schon. Was soll man machen? Okay, schnell aktivieren. Schnell aktivieren. So, verpiss dich, du Affe. Ja, er ist auch ein Affe. Ne? Sieht man voll. Er hat auf gar keinen Fall Kiemen, Flossen, was weiß ich. Ist mir scheißegal, ihr kleinen Huhn. Wie hätte ich es anstellen sollen, auch ohne Brossblume? Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als das Feisthörnchen loszuwerden. Na schön, dann mache ich so. Das Feisthörnchen, also die Eichel, wird halt ein Opfer verbringen. Wird als Tribut angeboten. Und dann kommt stattdessen Brustblume. Auf Stufe 8. Die Fähigkeit ist, Feuerbälle zu schießen. Das ist nicht ausgesehen! Gott, ich... Ich bin wütend. Ich bin wütend as fuck. Nein, nicht geheime Insel. Geheime Insel gehen wir zum Schluss. Wenn wir es überhaupt mal schaffen, Leute. Wir gehen auch kurz in das Pilzhaus. Wir gehen kurz in das Pilzhaus, dann kriegen wir wenigstens überhaupt einen Pilz. Das ist eben das Gute daran. Wir werden kurz ein paar Pilzhäuser besuchen, werden nochmal ein paar Mal das Level schaffen. Also ich will wenigstens dieses Level in diesem Part beenden. Ich will wenigstens es beenden. Oh lol. Ich habe nicht zugeschaut. Oh, geil. Oh, schade. Wo war denn der? Oh, direkt daneben. Na gut, der hätte mir dann nicht viel gebracht, nur wenn ich Toilette gespielt hätte. Aber Toilette und Mopsy habe ich dieses Mal natürlich noch nicht mal einmal gespielt, glaube ich. Obwohl, Toilette müsste ich sogar einmal gespielt haben, aber ohne Pichette-Item, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob ich Toilette einmal gespielt habe oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Aber ich glaube schon, dass ich Toilette gespielt haben müsste. Okay. Wir machen so nur noch die Eiche hier, dann das Pilzhaus, das man da sehen kann, ganz rechts. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Sorry, dass ich jetzt halt das machen muss, aber ich habe keine andere Wahl. Leute, ich habe einfach keine andere Wahl. Eisblume. Ich krieg hier eine Eisblume. Ich habe eine Feuerblume erwartet. Gut. Geschafft. Um ehrlich zu sein, vermisse ich das alte Minispiel bei der Wii-Version.
also nicht Wii U, sondern halt wirklich New Super Mario Bros. Wii, in dem doch man so Memory spielt. Das habe ich vermisst. Aber natürlich kommt es hier nicht. Aber wenn wir schon dabei sind, also wir brauchen ja eine Röhre. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich hier auch die Eichel holen. Die ist ja auch gleich da. Da sieht man die doch schon sliden. So. Dann ist eigentlich egal, was wir benutzen. Hauptsache, wir kommen dieses Mal nochmal durch. Ich möchte die Scheiße beenden. So. Superstar Boulevard. Ich möchte einfach das scheiß Level beenden. Nicht das LP. Okay. Ich will es eigentlich auch beenden, damit das zweite beginnen kann. Aber nicht, dass ich das halt teils nicht gemocht habe, aber ich verstehe halt immer noch nicht, warum ich das eigentlich als LP-Projekt, als erstes LP-Projekt ausgewählt habe. Na gut, was sollen wir machen? Ist auch jetzt sowieso egal. Wir werden jetzt weitermachen. Ich glaube, fürs Erste kann ich sogar im Brustblume... nee, nicht Brustblume. Eisblume noch bleiben, oder? Nee, ich hol die Brustblume. Digga, ich hol die Brustblume. Nein, nein, ich warte. Ich warte. Gut. Dann locke ich ihn kurz her. Damit erstmal ich aus dem Weg bin. Ach, scheiße. Der soll nach unten gehen. Gut. Gut. Okay, gut, dass ich den Cheep-Cheep auch getötet habe. Sonst hätte er mich getroffen und ich wäre sehr wütend. Und da ist der Fisch wieder. Und ich habe... Oh Leute, ich habe wenigstens den Weg frei gemacht. Schon mal gutes Zeichen, aber ich brauche wenigstens einen Pilz. Jetzt habe ich die Chance. Pilz. Alter, ich bin ein Genie, Leute. Oh, sheesh, oh mein Gott. Als ob ich durchgekommen bin. Verdammt. Okay, unten soll der Weg frei sein. Sehr schön. Dann können wir hier runterfallen lassen. Sehr schön. Schnell weiter, weiter. Ich werde wenigstens ein Pilz, damit ich in Sicherheit bin. Okay, okay. Nein, ich verliere ihn. Ich verliere ihn. Sag dich doch. Sag dich doch. Also wäre es unnötig gewesen, theoretisch. Wow. Alter. Alter. Übertreibt nicht. Einer ist da noch. Zwei sind da noch. Zwei sind da noch, Bruder. Ich mach's noch weiter, Leute. Ich mach's noch weiter. Egal, wie lange dieser Part jetzt dauert. Ich mach wenigstens dieses Level, okay, Leute? Komm. Machen wir weiter. Ich war so knapp davor. Ich hätte auch einfach das Level kurz beenden können, dann im nächsten Part nochmal. Aber ich will halt wenigstens es komplett beenden, damit ich es nicht mehr spielen muss. Okay, warten wir kurz. Sehr gut. Dann locken wir ihn wieder her. Yes. Mistvieh. Er weiß so gut wie ich, dass ich ihn hasse. War ja klar. Wow. Zum Glück braucht man, glaube ich, nur 3 Treffer. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Da, also damit er stirbt. Wow. War echt knapp. Okay. Und noch einmal. Ein Treffer noch. Sehr gut. Ja. Also jetzt bin ich teils wieder gut drauf. Hör bitte, du scheiß Cheep-Cheep! Ich wusste doch, dass ich Cheep-Cheeps immer... Hä? Hä? Ich bin doch theoretisch hinkommen! Oha, mein Hals. Okay. Ich sollte mich ein bisschen beruhigen. Komm, Eisblume. Noch einmal. Alter, ich werde schon besser. Ich werde schon besser. Ich will das Level
mit allen 3 Star Coins verlassen. Kann ich aber nicht, weil ich habe keinen Style und kein Geld. Ich habe einfach keinen Style und ich habe einfach kein Geld. Hä? Wieso bin ich doch entkommen? Was soll das? Was soll die Scheiße? Ich bin da entkommen. Alter, ich klinge schon fast wie ein scheiß Kind. Ich bin doch ein Kind, ich bin 17. Naja, ich bin ja ein Teenager. Ist mir aber scheißegal. Ich pack sonst seinen scheiß hässlichen Kopf, obwohl er sogar selbst ein scheiß Kopf ist, und werde es einfach zerquetschen, dieser kleine Huren. Okay, boah, das war knapp. Das war knapp, bevor ich noch Strike bekommen hätte. Okay, ich hoffe, dass ich aber keinen Strike bekomme. Außer im Bowling, das wäre schön. Wie sehr ich doch Cheep Cheeps hasse. Wie sehr ich diese Mistviecher doch hasse, sind sie trotzdem im Weg. Darum hasse ich sie auch. Okay, jetzt muss ich halt nur dafür sorgen, dass er hier kommt. Alter, das war knapp. Alter, war das knapp. Ich verpiss dich. Verpiss dich! Okay. Hä? Hä? Oh nein, stimmt ja. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich denn machen sollen, Leute? Was hätte ich da machen sollen? Lol. Ich will dieses scheiß Level wirklich fertig haben. Mich macht es einfach wütend. Es ist wie damals. Cheep Cheeps, Fazis, Pilz Palace erstes Level, Limonadendschungel erstes Level, alle scheiße. Komm schon. Okay, jetzt muss ich einfach die wenigstens umbringen, dann bin ich die los. Okay, das war knapp. Einmal habe ich ihn getroffen. So, sehr gut. Da kommt er gleich sowieso wieder. Nicht der Star-Coin, sondern ich meine den Fisch. Oh Gott. Jetzt bin ich... Mich regt der Fisch auf! Ich schwöre, mich regt der Scheißfisch auf! Da wollte ich mal ruhig bleiben. Ganz chillig. In Ruhe. Diesen Part schaffen. Also dieses Scheiß-Level beenden. Da kommt dieser Scheißfisch und frisst mich einfach auf! Gebertod. Du hast mich enttäuscht. Du verkackst gerade so oft in diesem Level, da hätte sogar Luigi es besser geschafft. Mario hat ja beim Boss 3-mal oder 4-mal verkackt. Mehr oder weniger. Eher mehr. Als ob! Also zum Glück wurde ich nicht gefressen. Oh, nein, oh Gott, dieser Schiss! Wie heißt das Ding nochmal? Ich meine nicht den Fisch, ich meine... Ja, Seeigel, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe den Namen vergessen. Leute, ich beende das Scheiß-Level. Ich schwöre, ich werde das Scheiß-Level auf jeden Fall beenden. Okay, ich werde zwar nicht die Pilzhäuser besuchen. Oh, und das kriege ich erst jetzt. Das werde ich jetzt noch nicht benutzen. Ich werde es noch nicht benutzen. Nee, das behalte ich im nächsten Part. Ich glaube, ich beende auch lieber. Ich habe keine andere Wahl, als im nächsten Part das zu machen.
Ich sammle einfach schnell die Items ein. Obwohl, nee, ich bin einfach hier. Leute, ich muss leider den Part beenden. Ich habe keine andere Wahl, aber ich möchte es nicht zu lange machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like, Abo, was weiß ich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.